Ich mache mich heute entlang der Salzach auf die Suche nach der Kraft des Wassers und werde dabei einige Höhenflüge erleben. Mein erster Stopp ist das Kraftwerk Gamp, weil da weiß man, wo die Kraft des Wassers zu Hause ist und was man damit macht. Nach dem Winter muss ja einiges auf euch zukommen an Wassermassen, oder? Bei den Kraftwerken. Ja, durch die Schneeschmelze steigt natürlich der Zufluss der Salzach an. Bis zu 175 Kubikmeter Wasser pro Sekunde können wir mit den beiden Turbinen da im Kraftwerk Gamp abarbeiten. Kommt mehr wie diese 175 Kubikmeter, wird das Wasser jeweils über ein Wehrfeld abgegeben. Und das heißt dann, dass quasi da aufgemacht wird und dann fließt so das Wasser drüber, oder was, wenn es genau quasi richtig offen ist eigentlich? Es wird ein Wehrfeld wird geöffnet und das Wasser fließt oben ab. Das heißt, ihr lasst das Wasser dann frei fließen und das nächste Kraftwerk muss dann mit dem umgehen? Genau, richtig. Ja. Die einzelnen Kraftwerke sind ja für verschiedene Wassermengen ausgelegt. Und beim nächsten Kraftwerk, beim Kraftwerk Urstein, können wir 250 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abarbeiten. Beim Kraftwerk Sollstufen-Lehn können wir 210 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abarbeiten. Und abarbeiten heißt aber auch, dass man was gewinnt, und zwar Energie. Genau, abarbeiten heißt, dass man mit diesem Wasser dementsprechend eine Leistung erzeugt. Und somit dann Strom, der was dann wieder ins Netz eingespeist wird. Ja, sehr gut. Da kann man das gleich nutzen, die Kraft des Wassers, die dann im Frühling quasi auf uns zukommt. Richtig. Im Frühjahr ist natürlich für die Wassererzeugung, also für die Laufwassererzeugung, dementsprechend ein guter Zeitraum. Mein zweiter Stopp sind die Salzachöfen oder die Salzachklamm. Das ist ein Naherholungsgebiet, wo jeder einfach so reingehen kann. Oder man bucht sich eine Tour beim Guide, wo man dann ein bisschen was über die Klamm erfährt und dann auch den Flying Fox benutzen darf. Und das mache ich heute. Ja, hallo, grüß dich. Wie sieht das schon alles vorbereitet? Du kriegst von uns eine Sicherheitsausrüstung, das geht ganz schnell. Und dann haben wir alle Vorkehrungen getroffen, dass wir sicher durch die Schlucht kommen. Beinschlaufen lassen wir halt offen, ja. Aber was wir hernehmen, zumindest lassen wir es jetzt noch offen, mhm. Was wir hernehmen ist der Helm, den brauchen wir, damit uns nichts am Kopf fallen kann. Was kann uns da am Kopf fallen? Die Variante ist Steine oder Äste, in okay. Unserem Fall halt eher Äste, weil es Frühling ist und da kann es einfach mal vorkommen, dass morsche Äste durch den Wind angeworfen werden. Okay. Da kannst du stolpern, das versorge ich dir noch, schön hinten rum und dann wären wir auch jetzt schon startbereit. Was glaubst du, wie weit es bis zum Wasser oben geht? Bis zur Salzach? So 150 Meter. 150 Meter, das ist schon nicht so schlecht. 80 Meter sind es. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Steinzeitmenschen, die haben da herum, wo wir uns jetzt ungefähr befinden, gefischt in der Salzach. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die sind aber nicht runtergegangen. Nein, das war umständlich. Sondern du musst dir vorstellen, die Salzach grabt sich heute noch mit einem Zentimeter pro Jahr in die Tiefe. Ah. Und damals, vor 8000 Jahren, war die Salzach genau da oben, wo wir gerade waren. Und die haben super Fischen können. Wahnsinn. So war das da uns. Elisabeth, schau, weil ich es gerade sehe. Ja. Weißt du, was das da ist? Nein. Was glaubst du, was das ist? Also entweder ein Bladel oder ein Herz. Aber es schaut eigentlich mehr aus wie so ein Lindenblatt oder so. Ja. Herz war nicht schlecht. Ich habe es nicht eingraviert. Schaut aus wie ein Herz, ist aber keins, auch kein Blatt. Das ist ein Tier. Und das ist eine Muschel, das ist eine sogenannte Kuhtrittmuschel, das im Volksmund heißt, oder im Fachjargon Megalodusmuschel. Und diese Muschel baut uns alles, was wir da sehen, das ganze Kalkalpenvorland zu 90% auf. Okay, das heißt, das besteht alles aus der Muschel? Das besteht alles aus der Muschel, entweder in zerriebener Form oder da, wie man sieht, bakteriologisch verändert, aber nicht zerrieben. Die ist 180 bis 200 Millionen Jahre alt. Okay. Es ist eines der jüngsten Gesteine, die es auf der Erde gibt. Mhm. Man glaubt aber, 200 Millionen Jahre ist so viel. Ja. Aber in Anbetracht des Erdzeitalters, wo du bei ein paar Milliarden Jahren bist, ist 200 Millionen gar nichts. Das stimmt. Und in unserem Alter? Ja. Wir sind noch nicht einmal da. Wir sind nicht einmal ein Atemzug. Genau. So, Elisabeth, was glaubst du, wie so eine Kalksteinschlucht entsteht? Mit Wasser? Mit Wasser, Wasser ist ein guter Tipp. Allerdings nicht in flüssiger Form, so wie wir uns das vorstellen, sondern ursprünglich wurde das einmal durch den Gletscher geformt, unser Kalkstein. Und der Gletscher bewegt sich, der steht ja nicht. Und was dann entsteht, wenn der Gletscher über den Stein drüber rutscht, ist ein sogenannter Gletscherschliff. Und das gibt es bei uns überall. Und diese Gletscherschliffe musst du dir so vorstellen, wenn du heute am Abend ein Vollbad nimmst und dann lässt das Wasser aus, dann rinnt das Wasser nicht so weg, sondern es wird sich drehen.
Und diese Strudel haben wir auch bei uns in freier Wildbahn. Jeder Tropfen hüllt den Steinhorstzimmer, aber der Fels hat überhaupt keine Chance gegen das Wasser. Und es dreht sie und dreht sie und dreht sie. Und mit dem Wasser drehen sie solche Steine. Schau her. Okay. Die drehen sie und drehen sie und drehen sie in einem Topf in einer Schüssel drinnen. Mhm. Wie ein kleiner kugelrund ausgespült, der nächste Stein kommt daher und irgendwann einmal schaut unsere Schüssel so aus. Das nennt man Gletschertopf. Und wenn diese Gletschertöpfe, da ist nur einer und hinter mir ist gleich nur einer, wenn sie die vereinen, dann haben wir eine kleine Schlucht und das ist die Geburtsstunde einer Kalksteinschlucht. So wie die große dann eigentlich? So wie die große Schlucht da unten. Nur die Salzach-Klamm ist eine Besonderheit in ganz Europa, weil sie ist die einzige Kalksteinschlucht, die nicht glazial entstanden ist, zumindest nicht hauptsächlich glazial. Die ist durch tektonische Plattenverschiebung entstanden. So Elisabeth, jetzt kommen wir schon in die Zentrale unserer Schlucht, die sogenannte Felskathedrale. Momentan stehen wir noch oben drauf. Aber wir schauen schon mal rein in den Schlund der Salzach. Schau her. Das, was du links siehst, ist nichts anderes wie eine große Auswaschung. Dauert ein paar 10.000 Jahre, bis das so ausschaut. Aber im Grunde ist es nichts anderes wie das, was ich da oben in klein gezeigt habe. Da wird die Salzach dann eigentlich richtig schmal. Genau, das schmalste Teil ist ungefähr 4 Meter breit in der Zentrale, aber es sind zwischen 60 und 80 Meter Wassertiefe. Okay. Du musst dir überlegen, das ist so tief wie der Mondsee ungefähr. Wenn man sich überlegt, dass die Salzach in Salzburg sehr breit ist, ja, und da nur 4 Meter breit, und es ist die ganze Salzach, schaut aus wie ein Bach, ist aber keiner. Das ist alles durch die Kraft des Wassers eben entstanden. Und es grabt sich da wunderbar durch diese Gebirgsstöcke durch, muss sie auch, weil die schirmen sich aber weiter zusammen. Und durch die Kraft kannst du da durch. Deshalb haben wir da eine Klamm. Wahnsinn, spannend, na ja, unglaublich. Das da links ist das Denningebirge, das rechts ist das Hagengebirge. Und an dieser Stelle küsst das Hagengebirge das Denningebirge. Und diese Felsverblockung, was du hier siehst, diese Einbrüche, entstehen durch die tektonische Bewegung im Fels. Das ist was ganz was Besonderes, ist einer der Gründe, warum es ein Naturdenkmal ist. Kopf einziehen, jetzt wird es eng. Jetzt sind wir auf dem tiefsten Punkt der Salzachklamm angelangt, das heißt, wir sind 12 Meter über dem Wasser. Und jetzt sehen wir diese mega Auswaschungen von innen. Und auch wenn man da das Ufer der Salzach betrachtet, sieht man überall diese kolkartigen Auswaschungen. Und sämtliche Uferteile sind unterspült hier. Was auch ein Grund ist dafür, dass es nicht fahrbar ist mit irgendwelchen Raftingbooten oder sonstigen aufblasbaren Booten. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Station. Der Flying Fox? Das ist unser Flying Fox, ja. Einmal nicht über die Schlucht drüber, sondern ganz die Schlucht durch. Bis zu 80 km/h schnell, eine Minute 10 sind wir unterwegs. Wunderbare Eindrücke, die man sonst nie kriegt. Es ist was ganz was Besonderes. Alles klar? Ja, passt. Gut, kommen wir. Da beim Kraftwerk Werfen geht es um einiges ruhiger zu, aber auch nur scheinbar, weil da ist auch im Frühling jetzt richtig viel zum Tun. Habt ihr wirklich einen Traumausblick? He? Ja, wohl einer von den schönsten Arbeitsplätzen, ja, das glaube ich auch, die wir an die Kraftwerke haben. Mit dieser Aussicht an die Burg und ans Dänien und ans Hagengebirge. Und wenn ihr da so im Gebirge seid, habt ihr da mit der Kraft des Wassers besonders zu kämpfen oder wird da besonders viel angeschwemmt bei euch oder wie schaut das aus? Von Rechengut, also da kommt schon bis zu 90 Tonnen im Jahr, die man dann mit dieser Rechenreinigungsmaschine rausheben und einen örtlichen Entsorger zuführen, der das dann wieder verwertet. Zu kämpfen in Kraft des Wassers haben wir nicht, wir nutzen die Kraft des Wassers zur Stromerzeugung. Das ist ganz super, weil wir können mit diesem Kraft, das das Wasser uns bringt, 22.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Wahnsinn. Und das sind die Haushalte da in der Umgebung oder wie kann man sich das vorstellen? Auch die Haushalte
in der Umgebung und der Überschussstrom wird dann in das 110 kV-Netz eingespeist. Dann verteilt, wo jeweils gebraucht wird. Jetzt komme ich ja gerade aus der Salzachklamm, ein Naherholungsgebiet, und ich habe aber gehört, ihr habt auch eins angelegt, da als Ausgleich für das Kraftwerk. Genau, wir haben als ökologischen Ausgleich ein großes Feld renaturiert. Es ist 12 Hektar groß in Kreuzbergfeld. Und da haben sie inzwischen von 2 bedrohten Pflanzenarten, ist das angewachsen auf 24, nach 10 Jahren schon. Und da haben wir bei dem Monitoring nach 10 Jahren schon 87 verschiedene Vogelarten entdeckt. Da sind ja Amphibienteiche angelegt worden und auch seltene Pflanzen, die da zu finden sind, die nur in dieser Region in Salzburg vorhanden sind. Wahnsinn. Ja, dann schau ich da jetzt noch hin. Da, wo ich gerade stehe, war einmal ein riesengroßes Maisfeld. Und mittlerweile ist es renaturiert worden und da haben sie einige Tiere und Pflanzen angesiedelt. Im Sommer wird es dann so richtig schön, wenn die Blätter rauskommen. Aber dafür ist jetzt die beste Zeit zum Vögel beobachten.